Theo erzählt. Ein Kinderpodcast. Hallo zusammen. Hallo Kinder. Papi, komm, wir reden doch über den Rasenmäher. Rasenmäher? Wir reden doch über Tiere. Ich meine natürlich den lebendigen Rasenmäher, das Schaf. Aha. Weil Schaf kann man nämlich noch vier Rassen züchten. Rasenmäherschaf, Milchschaf, Fleischschaf und Wollschaf. Das ist schon mega spannend. Seit wann hat denn das der Mensch herausgefunden, dass er Schaf züchten kann? Seit schon ganz lang. Und welches Produkt ist das häufigste, das man vom Schaf braucht? Wolle. Für was kann man nämlich die Wolle brauchen? Für Pullover, Socken, Kappen. Genau. Und wo leben denn die Schafe? Eigentlich in ganz vielen Ländern. Also auch bei uns zu Schmerken, oder? Ja. Auf dem Goldberg? Ja. Heute haben wir doch gerade noch ein paar gesehen. Genau, dort unter dem Schattenbaum. Ja. Wieso sind sie eigentlich so gerne in einer Gruppe unter einem Schattenbaum? Am Schatten können sie kreuen und sie sind mega gerne in ihrer Gruppe, weil die wilden Schafe sind auch immer in der Gruppe. Und sie haben auch warm, oder? Ja. Wann werden denn die Schafe geschoren? Vom Herbst an lassen wir es extra wachsen bis im Frühling. Damit sie schöne Pulli haben im Winter, oder? Mhm. Wo kann man denn die Schafe antreffen? Also wir haben gehört, in verschiedenen Ländern leben sie, oder? Auf verschiedenen Kontinenten auch. Und wo kann man die Schafe bei uns antreffen? Bauernhöfe, auf Wanderungen, in der Alp. Und was gefällt dir denn an den Schafen? Dass sie niemand frieren im Winter. Sie haben den Bulli immer dabei, hä? Ja. Was unterscheidet Schafe, Männli und Weibli? Eigentlich fast nichts, außer der Hodensack. Und bei den einen Rassen haben sie Hörner. Bei den einen Rassen haben sie nur die Männchen Hörner, die in so Spiralen gehen. Und wie sagt man dann den Männchen von den Schafen? Wieder. Ah. Der weibliche Schaf und der junge Lämmli. Was fressen die Schafe? Gras, Blättchen und Sträucher. Und was ist der Unterschied zu den Geissen? Letztes Mal haben wir über Geissen geredet. Was ist der Hauptunterschied zwischen den Schafen und den Geissen? Das Fell. Die Schafe haben eigentlich das gleiche Geräusch wie die Geissen, aber die Geissen das nicht, was die Schafe machen können. Wie machen sie denn? Die Schafe machen und die Geissen eher so. Wie sagt man dem? Schäfli tun blöken und Geissen meckern. Was kannst du zu der Paarung sagen bei den Schäfli? Die Schäfli paaren sich im Herbst und dann müssen immer zwei Herden zusammen sein. Böcke und sagen, wer das die besten Weibchen darf und schlagen die Hörner gegeneinander. Also das heisst, sie tun richtig um die Weibchen kämpfen? Es ist nicht so brutal, wie es tönt, nämlich die verletzen sich nie. Sie schlagen also nicht fest zu, sie machen es nur fein. Und der, der aufgibt, der hat verloren. Und was kannst du über die Jungtiere sagen, über die Lämmli? Bei den Lämmli ist es so, dass wenn sie auf die Welt kommen, geht es nicht lang und sie können gerade schon stehen. Also sind sie auch eher Nestflüchter? Ja. Kein Nest hocken. Hey, danke vielmals, Theo. Haben wir einiges über die Schafe erfahren, dermal. Tschüss zusammen, das war es über das Schafe und ich freue mich, dass ihr reingelassen habt. Bis zum nächsten Mal. Theo erzählt. Ein Kinderpodcast.